Kudamm, der ist noch total ruhig. Die Geschäfte haben noch zu, natürlich auch der Apple Store hier am Kudamm. Allerdings das Licht, das scheint so ein bisschen raus, auch auf die Zelte, die hier stehen. Drei sind es an der Zahl schon. Und hinter diesem hier, das ist das erste Zelt. Hinter dem sitzt Helge. Schönen guten Morgen, Helge. Grüße dich. Ja, moin, hallo. Ich hab dich gerade geweckt. Erstens mal, tut mir leid. Zweite Frage ist natürlich, warum machst du das eigentlich? Also in erster Linie wegen dem Spaß hier mit Freunden, Bekannten. Wir haben eigentlich viel Spaß. Wir kennen es ja schon meistens, die besten Freunde hier, die aus Russland zum Beispiel. Ihr zeltet, glaube ich, seit dem 4S hier, oder? Also einige kenne ich seit dem, na, 4S nicht ganz, aber auf jeden Fall seit zwei Fünfer. Jahren. Also die beiden, die Russen hinten, Maxim zum Beispiel und so weiter, kenne ich seit zwei Jahren jetzt. Mhm. Dann habe ich einen Syrer kennengelernt, letztes Jahr, der ist jetzt jeden Tag hier in Berlin, ist als Flüchtling hergekommen, inzwischen gut befreundet. Dann hier den Matthias, mit dem ich zusammen campe, den kenne ich auch seit drei Jahren jetzt schon. Und ja, klar. Wir haben Spaß zusammen, wir feiern zusammen, lernen neue Leute kennen, Österreicher kennengelernt, aus Indien, also macht einfach nur noch Laune. Okay, warte mal, den brauche ich mal ein bisschen kürzer. Ich muss mal gucken, ob es mit der Aufnahme funktioniert. Guten Morgen, wir dürfen eigentlich auch noch gar nicht so laut sprechen, denn wir schlafen tatsächlich noch alle. Der Kudamm ist auch noch ruhig, das heißt, die Geschäfte haben noch zu, logischerweise auch der Apple Store. Und unter dem großen, bissenden Apfel des Apple Stores, da stehen schon die ersten Zelte, drei sind es an der Zahl. Und das erste ganz vorne, jetzt mal auf. Denn hinter diesem Zelt, da ist Helge. Schönen guten Morgen, Helge. Ja, schönen guten Morgen, hallo. Sorry fürs Wecken erstmal, allerdings die Frage gleich am Anfang. Du machst es ja jetzt schon die letzten Jahre. Warum zeltest du jedes Mal hier vom Apple Store? Also die letzten Jahre eigentlich nur wegen der Freunde, denen ich unternehme, dem ich Spaß habe, abends feiern und so weiter. Was macht ihr denn dann hier? Das heißt, du hast ja auch irgendwie so einen Sitzsack direkt vorm Eingang. Was macht ihr dann, wenn ihr hier sitzt? Also abends gibt einer irgendwas aus, was zu trinken, was zu essen aus. Oder wir gehen zusammen essen und haben einfach viel Spaß, reden zusammen, haben einfach Freude. Jetzt geht es ja darum, hier das neueste iPhone zu haben. Was ist sozusagen der Hype da dran, dann immer sich dann hier hinzusetzen, dann irgendwie das neueste iPhone sich auch zu besorgen? Ich besorge mir das diesmal auch wieder nicht. Ich kaufe gar nichts diese Woche, sondern habe ich nur Spaß mit den Leuten, die ich einmal im Jahr nur sehe. Aus Russland zum Beispiel. Die sehe ich ja sonst nicht, weil die nur deswegen nach Berlin kommen. Und vor allen Dingen habe auch viele neue Leute kennengelernt schon wieder, neue Freunde. Das Publikum ist ja tatsächlich international, vor allen Dingen viele Russen, die holen sich die neuen iPhones, weil es die dann in Russland noch nicht gibt und sie die dann von hier aus Berlin holen, sie dort in Russland für teuer Geld weiterverkaufen. Wie ist es denn eigentlich mit Essen, also Schlafen ist klar, aber mit Essen, mit auf Toilette gehen für dich? Ja, Toilette gehen, entweder Starbucks oder drüben in diversen Restaurants. Duschen kann ich bei einem der Russen, wenn ich befreundet bin, im Hotel. Schlafen wir alle im Hotel. Und ja, das klappt ohne Probleme. Waschen, wie gesagt, waschen, duschen, das geht alles im Hotelzimmer alle paar Tage. Das ist kein Problem. Das Handy ist auch netterweise, wird dann von Apple irgendwie zwischendurch mal aufgeladen. Da kann Helge ganz kurz reingehen. Und der Clou ist, du hast ja gesagt, du kaufst gar kein iPhone. Das heißt, du zeltest hier und was machst du dann, wenn die anderen reingehen und sich das iPhone holen? Dann baue ich vorher noch, einen Tag vorher noch das Zelt ab. Die alle hier und gehen auf die andere Seite oder hier unter die praktische Seite und die gehen dann rein nach Timeslots sortiert, je nachdem man die vorbestellt haben. Das heißt, eine Woche zelten und wenn es dann soweit ist, dann guckt Helge zu, wie die anderen sich das iPhone holen und freut sich drüber. So. Jetzt wird es dann am Freitag soweit sein, dann öffnen sich hier die Türen des Apple Stores, worauf dann alle warten. Wie viele iPhones wirst du dann kaufen? Entweder gar keins, also für mich überhaupt keins, sondern für ein, zwei Freunde eventuell, die welche haben wollten, aber für mich keins. Das heißt, du machst das Ganze hier nur aus Spaß an der Freude? Ja, nur um was mit Freunden zu unternehmen, mit alten Freunden, neuen Freunden Spaß haben. Und das mittlerweile schon seit einigen Jahren?
Und wenn das nächste iPhone rauskommt, das müsste ja dann theoretisch nach dem 7er das 7S sein, wie man Apple kennt. Also, da werden wir Helge hier wahrscheinlich auch wieder finden. Jo. Vorstellen und sagen, was du hier machst und vor allem, was anders ist als in den Jahren zuvor. Okay. Ja, mein Name ist Matthias. Ich bin aus Köln angereist für das alljährliche Apple Camping hier am Kudamm in Berlin. Und habe mich darauf gefreut, wieder viele Leute zu treffen, nette Gespräche zu führen, eine schöne Zeit hier zu verbringen. Dieses Jahr mit dem kleinen Schönheitsmakel, dass es keine freien Geräte im Verkauf geben wird. Was aber jetzt auch nicht so wirklich schlimm ist. Ich habe ein aktuelles Telefon, ob es das iPhone 7 wird, das ist noch gar nicht so wirklich bekannt. Das werden wir mal sehen. Herr Gerbuch, Dankeschön, Matthias Erdmann. Dann würde ich dich auch gerne was fragen. Und zwar würde ich gerne von dir diese Russen-Thematik wissen wollen. Und zwar ist die Frage, was glaubst du, warum Apple das jetzt hier in diesem Jahr einschränkt? Warum hat man das hier so ein bisschen verboten? Das war ja auch eigentlich die beste kostenlose Werbung, die Apple haben konnte. In jeder Tagesschau, in jeder Sendung, hunderte Leute, die vor so einem Laden kampieren. Warum will man das offensichtlich nicht mehr? Ja, also die Problematik ist immer, dass in der Campingwoche hier extrem viele Russen eintrudeln. Letztes Jahr waren ungefähr so 600, 700, wenn nicht sogar 1000 Russen hier. Davon, ja, ich würde mal sagen, 5 bis 10 Deutsche. Und das ist natürlich nicht immer sehr einfach zu handeln, gerade weil alle entweder Händler selber Händler sind oder halt praktisch, ist aber Angestellte von Händlern, die für die so viele iPhones wie möglich besorgen. Und da gab es immer wieder ein bisschen Stress, Rangeleien, weil die in der Reihenfolge sich benachteiligt fühlten und solche Geschichten. Die sind auch immer rumgerannt, auch nach vorne zu mir zum Beispiel, haben dann mir Geld geboten, dass ich halt für die iPhones besorge. Das hat natürlich nicht einer gemacht, das haben dann 4, 5, 6 gemacht. Jeder wollte da der Erste sein. Aber das Problem ist, nur die Ersten, die wieder zurückfliegen nach Moskau, die kriegen auch das meiste Geld. Ein Freund von mir hier, der ist zufällig Händler, der fliegt um 11:30 schon zurück am Morgen, damit er möglichst einer der ersten Russen ist, die aus aller Welt dann nach Russland zurückfliegen, um das da zu verkaufen. Wenn er nachher das fliegen würde, hat er das hier, dann kriegt er wirklich gar nichts mehr. Dann kann er das Ding komplett vergessen. Davon leben die halt. Was meinst du, was ist da so eine, ist da als Gewinnspanne drin, wenn man einer der Ersten ist? Also beim 6 Plus im Black, in diesem glatten Black, das gebe 2,5 bis 3.000 Euro. Das steht schon fest. Das heißt, wenn dem jemand 6 Plus bringt in Schwarz, der kriegt dann 400, 500 Euro auf die Hand. Nur dafür, dass er für die besorgt. Und ja, die Gold, Rose Gold, 100 Euro vielleicht oder 150, 200 Euro. Silber will gar keiner haben in Russland. Das ist extrem unbeliebte Farbe. Also die wollen alle schwarz haben. Welche Größe? Im Kudamm, wenn jetzt die ganzen Händler anreisen und dann enttäuscht feststellen, dass es ja keine Geräte gibt? Ja, ich hoffe halt, dass das ruhig bleibt, denn es ist natürlich so, für viele Russen ist es wirklich ein Geschäft. Die haben eine sehr kritische, schwierige wirtschaftliche Lage und die kommen hierher, gucken halt, dass sie da wirklich was machen können, auch ein paar Euro verdienen können. Und sie haben nichts davon erfahren. Also die Leute erfahren im Prinzip erst hier vor Ort davon, dass es keinen freien Verkauf geben wird. Es wäre da natürlich an der Stelle schön gewesen, wenn Apple das im Vornherein beispielsweise nach der Keynote oder über die üblichen News- oder Pressekanäle entsprechend verkündet hätte, damit diese Anreise überhaupt nicht stattfindet. Da wurden ja Hotels gebucht, da wurden Flüge gebucht. Die haben ihre Freunde mitgebracht. Es tut mir wirklich ein bisschen leid für die Leute, wenn sie hier ankommen und man dann immer wieder irgendwo auch enttäuschte Gesichter sieht, wenn es seitens der Apple Store Mitarbeiter hier heißt, es wird keine freien Geräte geben. Was noch erschwerend hinzukommt, ist die Tatsache, dass auch eine Pre-Order für die Leute hier nicht möglich ist. Denn es wird zum Vorbestellen eine Apple-ID, eine deutsche Apple-ID benötigt mit deutscher Telefonnummer. Und so ist es für die Leute hier auch gar nicht möglich, einfach ein Telefon vorzubestellen, was jetzt noch möglich wäre, um diese dann zum Beispiel am Freitagnachmittag mitzunehmen.
Das ist halt ein bisschen schade, wie das alles gelaufen ist. Vielen, vielen Dank. So, es gibt auch eine neue Situation. Ordnungsamt war gerade da und musste eine Anzeige nachgehen. Oder die haben eine Anzeige bekommen, dass hier wild gecampt wird und so weiter. Die Zelte müssen weg. Die stehen hier vorne. Ne, wisst ihr ja. Hätte sich an jemand beschwert. Und die müssen weg. Das heißt, jetzt haben wir eine Stunde Zeit, alle Zelte abzubauen, Stühle etc. pp. Wegräumen. Selbst Stühle, sich auf Stühle setzen, ist nicht erlaubt. Das, naja, sage ich jetzt mal nicht zu. Jedenfalls ist die ganze Geschichte abgeblasen, zumindest was das Campen angeht. Sich normal aufhalten, gehen natürlich, im Store setzen und so weiter, das werden wir wohl auch tun. Nur müssen wir entweder die Nacht unter freiem Himmel schlafen oder bei mir zu Hause oder was ich natürlich dann vorziehen würde. Dann will ich gleich Matthias, der holt gerade sein Auto, damit wir die Sachen da reinladen können. Zum Glück ist er mit dem Auto hier. Und da müssen wir mal gucken, was wir machen. Was eher sinnfrei ist, ist natürlich dann tagsüber hier einfach nur rumzustehen. Ja, muss mal gucken. Aber erstmal müssen wir jetzt innerhalb einer Stunde müssen wir die Sachen wegräumen, dann kommen die wieder. Und was dann passiert, schauen wir mal. An den Pinkel muss ich heute noch nicht. So, was hat er denn? So, wenn die vom Ordnungsamt ankommen, ja, allgemein, ob es Knöllchen ist oder was auch immer, lohnt es sich zu diskutieren oder einfach Schnauze halten und ablaufen? Schnauze halten, ablaufen. Ja? Ja, auf jeden Fall kannst du dann wirklich sagen, warum, wieso, weshalb. Und die erklären das auch super vernünftig. Ja. Sind auch klasse drauf hier, die Damen. Und auch haben, kann man nichts gegen sagen. Aber wenn es eine Anzeige gibt, wenn die informiert werden, allgemein, wenn man es auf Knöllchen jetzt überträgt, wie hast du es da gemacht immer? Hast du dich schon mal aufgeregt oder einfach abgedampft? Ich habe mich noch nie aufgeregt. Ich hatte mal 11 Punkte, auch schon den Bescheid für den Idiotentest. So die Androhung zum Bescheid. Ja. Zum Idiotentest. Aber gegen zu schnell fahren in der Regel oder hier Parkverbot. Ja. Also diskutieren bringt gar nichts. Man kann natürlich höflich versuchen. Man sollte immer höflich bleiben, weil man umgiftet. Ja. Höflich, aber mit ausgestreckten Mittelfinger. Würde ich nicht empfehlen. Nee, nee, höflich bleiben, mag ich auch von dir drauf. Ja. Man kann nicht blenden. Ja, der Autofahrer ist ja wohl letztendlich, oder hier in dem Fall. Wir haben das die Genehmigung abgefangen von Apple. Das ist ja seit Jahren so und überall in der Welt. Dass jetzt auf einmal das Autofahren kommt und sagt, hier, wir campen oder Zelte müssen weg. Das ist irgendwie merkwürdig, weil die ja 10 Mal am Tag hier vorbeilaufen. Ja. Und das ist dann nicht Problem. Oder auch die Polizei hier rumläuft und rumfährt. Alles problemlos, noch einmal, ist nicht mehr erlaubt. Helge, extra nach Berlin gekommen für das iPhone jetzt am Freitag. Wie sehen die nächsten Tage jetzt aus? Ja, ich wohne in Berlin, Spandau. Das heißt, wir fahren jetzt wahrscheinlich zu mir. Da schlafen wir dann wohl auch jetzt die Nacht und so. Also, das ist jetzt nicht das Problem. Das einzige Problem ist, dass man halt hier viele Freunde wieder trifft, auch einige vorbeikommen wollten. Ja. Die muss ich jetzt umlotsen, entweder zu mir oder wir gehen irgendwo ins Restaurant oder. Ja, außer abends machen wir mal gucken. Wenn wir sie auch aufhalten wahrscheinlich in der Gegend. Und dann wird weiter gezeltet? Ja, müssen wir mal gucken, wie das denn läuft. Ab Mittwoch, Donnerstag, wenn die hier ihre Dinger aufbauen, hier, ihre also. Gitter. Dahinter darf man zelten, weil das ein abgesperrter Bereich ist. Ja. Nur davor halt nicht, wo die Konflikte ist. Holst du dir überhaupt das neue iPhone 7 oder? Nein. Nein. Ich habe das 6S Plus, ich hole mir erst das neue 7S oder 8, wie das heißt. Ja, das ist doch das gleiche, als wenn du irgendwie an 100 Metern Kinoschlange anstehst und dann, wenn du endlich drankommst, nach 2 Stunden zu sagen, so, verarscht, ich will gar nicht ins Kino. Nee, das ist eher so wie beim Festival. Du gehst zum Festival, liegst da in den Schlamm oder triffst dich mit Freunden, hast also Spaß und alles. Und die Musik ist zwar schön und gut, aber ist eigentlich eher so nebensächlich. Aus dem Radio erfährt man am nächsten Tag, wer überhaupt da war und gesungen hat. Ja. Genau, Radio reicht ja auch, ne? Also du machst es wegen des Events? Ja, nur wegen Event. Das andere ist halt nett. Ja, natürlich, wenn ich das iPhone selber bräuchte, dann hätte ich natürlich das mitgenutzt. Aber erst nächstes Jahr. Ja, war doch schön, dass wir uns trotzdem kennengelernt haben. Ne? Ja, gutes super. Durchhalten dann und viel Glück. Denk immer dran, wer liebt dich ganz? Nur der Hans. Nur der Hans.